Na hallo, Thorsten. Heute wollen wir heute mal über Elektroautos sprechen. Ich meine, vor allen Dingen, warum? Wir beide kommen ja aus einer Generation, wo wir richtig mit Verbrennungsmotoren viele Jahre glücklich waren. Und jetzt wollen wir Elektroautos einführen hier in diesem Land. Und ich frage mich immer, warum? Ja, also sagen wir mal, ich bin nicht so mit dem Benzinauto verbunden, muss ich sagen. Also war für mich immer schon ein Transportmittel und ja, also Elektroautos fahren ja Hybrid, ne? Hybrid fährt auch elektrisch schön ruhig und so weiter. Und es ist immer eine Frage, wo kommt die Energie her? Und mein Auto hat jetzt eben, der Hybrid hat 950 Kilometer Reichweite, das ist schön. Man muss nicht tanken und so weiter, ne? Also wenn man anhält, dann denkt man, einmal die Woche muss man irgendwann mal tanken, wenn man viel fährt. Ja? Aber deshalb. Also ich kann das voll und ganz nachvollziehen, dass man als nächsten Schritt zur ruhigen Fahren auch ruhiges Fahren mit viel Reichweite haben möchte. Absolut. Ich hab in der Werbung gelesen, gehört, Zero Emissions, also null Emissionen. Da denke ich immer, ja, das ist so. Ja, das Elektroauto hat keinen Auspuff. Ne? Da denkt ja jeder, das ist ja so unglaublich sauber. Aber am Ende hast du das schon gesagt, der Strom muss ja irgendwo Der herkommen. Strom muss ja irgendwo herkommen, genau. Und für mich, ich verbinde ja. Na gut, das ist eine andere Sache mit dem, wenn man schon Elektroautos denkt, dann heißt es ja oft auch Sonnenenergie. Also das macht ja nur Sinn, wenn man die Energie, die man im Elektroauto verfährt, wenn die erneuerbar erzeugt wurde. Wenn es in Kohlekraftwerken erzeugt würde oder wie du immer sagst, mit dem Dieselgenerator im Wald da in der Nähe von der Aufladestation, das geht ja gar nicht. Also ja, so, man möchte ja sauberen Strom haben. Und da wir ja auch noch mehr Strom brauchen für Wärme, für alles, ist es umso besser, wenn das Auto selber den Strom erzeugt. Ja, aber ich glaube, das ist genau das Problem, dass der Verbraucher ja denkt, also der Mensch denkt, wenn er ein Elektroauto hat, der hat ein sauberes Auto. Und das ist ja auch so ein bisschen der Ansatz, was wir machen, dass wir versuchen, ihm wirklich ein saubereres Auto zu geben. Ich glaube, das Auto, was ganz sauber ist, gibt es so und so nicht, aber ein saubereres Auto. Und das war der Ansatz Ich für musste uns. widersprechen. Also, weil ich auch den Tesla-Ansatz finde ich gut. Was hat er gemacht? Ein cooles Auto hat er gemacht. Ja. Und das Pi-Auto ist cooler. Okay, das Ja, ist cool. es ist einfach netter, wenn du ein Auto hast, was Energie erzeugt, was du draußen hinstellen kannst. Hat dann auch noch sozusagen dein Haus wird noch damit erzeugt. Genau, das ist, glaube ich, das, was wir dem Bürger mal erzählen jetzt, dass wir sagen, was war unsere Idee? So, unsere Idee war ja zu sagen, Elektroauto ist gut. Und wir wollen aber die Energie nicht aus irgendeinem Kabel holen, wir wollen sie nicht von einem Kohlekraftwerk holen, wir wollen sie nicht irgendwo herholen, wo wir nicht wissen, wo sie herkommt. Wir wollen sie uns auch nicht selber produzieren, weil Energie wird ja nicht produziert, sondern wir wollen die Energie nehmen, die um uns herum vorhanden ist, und die wollen wir einfach verwenden. Und damit, ich sage mal, der meiste Bürger sagt, ja, ich sehe ja gar nicht die Energie. Ja, wo kommt sie denn her? Da sage ich, halt mal die Hand aufs Autodach. Und das wird so heiß, da kannst du nicht mal die Hand drauf halten. Da versteht jeder, was da an Energie drin steckt. Und das ist einfach das, was wir an Energie nehmen und in elektrische Reichweite verwandeln wollen. Genau. Und das ist klasse. Das ist ein Konzept, was muss umgesetzt werden. Das machen wir jetzt gemeinsam. Wir haben ja tolle Ingenieure, tolle Partner aus den unterschiedlichsten Richtungen. Aber wichtig ist, glaube ich, für den Verbraucher zu verstehen, dass die technische Voraussetzung darin bestehen muss. Eben diese Art der Energien, und das sind viele Spektren, die da auftreffen, die Wärmedifferenzen, die Strahlung, Elektrosmog, wirkt alles mit. Ja, wir haben das mal Neutrino-Voltaik genannt, aber das ist natürlich auch ein Marketingbegriff und nicht nur die Definition des einzelnen Elementarteilchens. Da muss man immer wieder sagen, es werden keine Neutrinos eingefangen, sondern wir nutzen nicht sichtbares Strahlenspektren, um Bewegungen von Materialien in Gleichstrom zu wandeln. Und das ist der Vorteil im Auto nachher. Das machen wir. Vielleicht sagst du da noch mal ein paar Worte zu. Ja, also diese Technologie, dass man jetzt Graphen auch nehmen kann, ne, als Basismaterial, um die Schwingungen, nicht nur sag mal, ja, diese Wärmeschwingung, aber auch höherfrequente Schwingung, aber auch vielleicht Neutrinos, die durchfliegen, die das anregen, weil die Schwingung ähnlich ist und im resonanten Fall dann auch was übertragen kann. Aber auch, es gibt ja auch subatomare Schwingungen.
Es gibt die Nullpunktenergie, also die Quantenschwingung. Also es gibt da eigentlich ein sehr großes Reservoir an Schwingung und Energie, was uns umgibt. Ja. Und jetzt, wenn wir Elektroauto benutzen, da macht es ja Sinn. Solange wir den Verbrennungsmotor hatten, da hatten wir unseren Sprit. Aber jetzt macht es ja Sinn, all diese uns umgebenden Energien dann auch tatsächlich in Reichweite einzusetzen. Ja, ganz genau. Ich glaube, und das ist das, was der Bürger, der Fahrer verstehen muss. Er parkt sein Auto einfach nur auf der Straße und das Auto sammelt für ihn im Grunde genommen, also der englische Begriff ist Harvesting the Energy of Vicinity, also er sammelt einfach die Energie ein, die um uns herum ist. Aus den Mikrovibrationen wird ein Gleichstrom und das gibt Vortrieb. Und der Professor Strauß hat mir vorgerechnet und gesagt, bei 20 Grad Außentemperatur fährt das Auto dann nach, habe ich so viel Strom gesammelt wie für 100 Kilometer Reichweite. Und das, glaube ich, ist schon mal was, wenn man überlegt, dass die meisten Leute früh morgens nur mal zur Arbeit 20, 30 Kilometer fahren, zurück keine Ladesäule suchen müssen und eigentlich völlig autonom mit diesem Fahrzeug unterwegs sind. Ja, das ist so ein schöner Schritt. Das ist ein schöner Schritt. Das ist ein sehr schöner Schritt. Da freue ich mich drauf. Du gehörst ja auch zum Team. Wir haben tolle Wissenschaftler auf der ganzen Welt, die uns unterstützen. Und gemeinsam, würde ich sagen, machen wir das jetzt. Und das war mal eine kleine Introduction für die Leute, dass sie einfach mal eine Vorstellung haben, was wir machen. Dankeschön, Thorsten. Danke.